Ja, hallo. Willkommen bei Ghostwire.com, Ghostwire.de und einmal Australien.de. Wie ihr wisst, haben wir ja auch einen Forsaking-Download, also Schatzsuche nach Edelsteinen, Opalen, Gold. Und ich will euch heute mal zeigen, wir sind hier in Coopapedi. Wie ihr seht, rund um mich sind überall diese Hügel. Und oft sind da Opalreste noch mit drin, vor allem dann, wenn es sich um ältere Felder handelt. Heutzutage geht man wieder hin und tut im Prinzip den Schutt von früher nochmal durch eine Trommel jagen, meistens mit Schwarzlicht, weil man dann halt diese Opale besser sieht. Und früher hat man nicht so sorgfältig gearbeitet wie heutzutage. Also wenn heute ein Miner nach Opalen sucht, kann man davon ausgehen, dass zu 99,9% alle Opale aus diesem Hügel draußen sind. Deswegen empfiehlt sich, wenn Fossicking, dann halt wirklich an alten Hügel und nicht die jetzt aktuell die letzten 3, 4, 5, 10 Jahre betrieben worden sind, weil da kann man wirklich von ausgehen, dass da nichts mehr drin ist. Meine Hacke habe ich immer dabei. Da ist zwar der Magnet dran, weil ich da nach Meteoritenpartikeln suche, aber die eignet sich auch ganz gut hier zum Opal zu. Okay, gucken wir mal. Also wenn man Sieb hat, ist es natürlich auch nicht schlecht. Man kann das auch alles nochmal durchsieben. Aber muss nicht sein. Stein, also ist nicht mal Potsch dabei. Dann gucken wir mal da hinten an dem Hügel. Mal gucken, dass ich das richtig im Bild habe. Fast. Na, jetzt gucken wir da mal, weil hier war noch nicht immer Potsch, nennt man das. Wenn das in dem Hügel nicht drin ist, braucht man eigentlich gar nicht erst weiter zu.
mal gucken, ob man sehen kann. Ein bisschen sauber machen. Also, ob man das erkennt. Aber das ist ein schönes Stück. Mal gucken, ob man das in der Kamera besser sieht. Noch ein bisschen sauber mal. Seht ihr? Hat Rot, Grün und Gelb. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte liken und sharen. Und wenn ihr selbst in Australien mal Urlaub macht und gerne auf Forsyking Tour gehen wollt, guckt euch doch weitere Videos an. Und vor allem ladet euch unsere Forsyking Informationen herunter. Das ist ein Programm, das ich selbst installiere bei euch auf dem PC unter Windows. Und da könnt ihr alle Infos und auch PDF-Files von Location abrufen. Vielen Dank. Sagt einmal australien.de oder ghostbraia.com. Ciao!